Hallo und willkommen zu einer neuen Nasdaq-Analyse. Heute ist Donnerstag, der 14. März. Wir haben rund 16.40 Uhr, das heißt, der Freund ist mittendrin im Handel. Die Aussage des letzten Films von vor rund zwei Wochen war die, dass dieser Bereich um 7.200, da sind wir also hier, eigentlich schon ein ziemlicher Deckel ist. Die Annahme kam über unter anderem diesen Bereich hier, das war Anfang November, aber auch hier von Juli letzten Jahres. Jetzt sind wir leicht drüber. Momentan handeln wir bei 7.251. Wir sind 50 Punkte drüber. Das ist zwar noch Toleranzbereich, aber trotzdem, wir sind drüber. Der nächste Punkt, der mindestens genauso, wenn nicht sogar wichtiger ist, ist dieser hier, diese horizontale Linie. Kommend vom August letzten Jahres 7.300. Dann waren wir hier Anfang Oktober, nochmal Mitte Oktober. Und haben gestern am Mittwoch diesen Punkt gesehen. Ich glaube, 7.296 war das hoch. Wir schließen den gestrigen Tag ab, den Mittwoch, mit einer Art Shooting Star. Der ist nicht perfekt, aber es ist eine Art Shooting Star außerhalb des Bandes. Heute handeln wir um das obere Band herum. Wenn Sie mal vergleichen, wie eng die Bänder insgesamt sind. Ja, das ist letztendlich hier zwischen 6.900 und 7.300, sieht das Band als Seitwärtsphase an. Wir handeln oberhalb der 10-Tage-Linie, 20- und 200-Tage-Linie, was grundsätzlich recht positiv ist. Das MACD ist leicht nach oben gerichtet, ohne, sagen wir mal, echte Signalwirkung. Die Stochastik gilt als überkauft, aber nirgendwo mit einem Verkaufssignal. Gehen wir erstmal in die Woche rein. Diese 10 Kerzen, positiven Kerzen, sind letzte Woche eindeutig unterbrochen worden. Das heißt, diese Serie gilt nicht mehr. Das heißt jetzt erstmal nicht, sie kann sich jetzt wieder weiter fortsetzen, die kann hier aufhören, das kann man so nicht sagen. Ich will nur darauf hindeuten, diese 10 positiven Wochen sind das erste Mal unterbrochen worden. Jetzt sehen Sie mein Dilemma als Techniker. Wir gelten hier nach wie vor als überkauft, aber auch hier reicht mir das nicht aus, um Verkaufssignal zu brüllen. Das ist zu wenig hier. Der muss hier unter die 80 gehen. Das MACD kann sich nicht ganz entscheiden, was es hier machen will. Über die traditionelle Sichtweise ist es noch long. Allerdings über die moderne Sichtweise, ich habe da so einen kleinen Clip reingestellt bei mir im YouTube-Kanal von dem Webinar mit der Börse Frankfurt am Montag. Da können Sie nochmal genau schauen, wie ich das meine. Das ist weder Fisch noch Fleisch hier. Das heißt, rein vom Chart her ist dieser Punkt, die 7.300, schon wichtig. Und da reicht es also auch nicht, wenn der mit 7.305 drüber schließt, sondern das muss schon sowas sein wie 7.320. Ich finde momentan, ich gehe wieder zurück zur Woche, recht unschlüssig. Ich finde grundsätzlich, der Nasdaq sieht besser aus als der Dow. Der hat zwar auch keinen echten Impuls mehr oder Momentum oder Kraft oder Kauflaune, das hat er nicht. Ja? Aber er wird einfach nicht negativ. Meines Erachtens nach liegt das auch daran, dass sich viele Leute vor dem Hintergrund dieser Bewegung jetzt auch mal wieder, weil sowas muss erst passieren, damit man es macht, mit Puts eingedeckt haben. Das heißt, selbst wenn der fallen würde, wären relativ viele dabei und wären mit ihren Positionen abgesichert. Da ich ein wenig unschlüssig bin, muss ich die Basis der Optionen, die ich Ihnen nenne, auch ein bisschen weiter fassen. Für eine Long-Option, für Leute, die davon ausgehen, dass die 7.300 fallen, ich bin nicht dieser Meinung, aber es mag Gründe dafür geben, die ich jetzt hier einfach nicht erkenne, bietet sich sowas hier an. Basis 6.883, damit sind wir unter dem letzten Verlaufstief, also ungefähr hier. Das Ding hat immer noch einen Hebel von 20, das ist keine kleine Option. 6.883, das ist von Goldman Sachs, die GA25SQ. GA25SQ, ein Open-End-Schein. Ja. Hebel 19,73, der wäre also hier unten. Jetzt gucken wir mal nach einem Put. Und für einen Put bietet sich meiner Meinung nach dieser Bereich hier an. Da mittendrin, das ist die 7500, leicht dahinter. Ist echt schwer zu sagen, aber ich glaube, der hat genügend Abstand. Das ist eine 7521, ich runde leicht, ebenfalls von Goldman, ebenfalls Open-End-Schein und hat die Kennnummer GM6X2T. Das ist schon interessant. Also das liegt hier oben. Ich habe beide auf der Watchlist, aber momentan habe ich kein Signal weder für Long noch für Short. Aber ich muss zugestehen, er liegt besser als der Dow Jones. Gar keine Frage.
Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.